Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Phase 5 erscheint in wenigen Wochen, also habt ihr noch einiges an Zeit, euch dafür vorzubereiten. Was alles genau in der fünften Phase neu sein wird, zeigen wir euch in einem kommenden Video. Momentan gibt es einfach noch ein paar offene Fragen, die wir seitens Blizzard abwarten wollen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns gerne direkt einen Daumen nach oben da. Viel Spaß! Neben dem neuen 25er Raid, dem Sonnebrunnenplateau und dem 5-Mann-Dungeon Terrasse des Magisters kommt die Insel von Keldarnass ins Spiel, auf welcher sich beide Instanzen befinden. Die Insel, ganz nördlich in den östlichen Königreichen, ist dafür bekannt, dass ihr Dutzende tägliche Quests erledigen könnt. Das Besondere daran ist, dass diese nicht alle zu Beginn verfügbar sind, sondern nach und nach freigeschalten werden. Umso mehr tägliche Quests euer Server löst, umso mehr Gebäude mit weiteren Dailies und neuen NPCs warten auf euch. Mit den ganzen neuen täglichen Quests kommen auch neue Händler ins Spiel. Hier könnt ihr nun mächtige Ausrüstungsgegenstände kaufen, welche alle für Abzeichen der Gerechtigkeit erwerbbar sind. Für viele der Items benötigt ihr allerdings 100, wenn nicht sogar 150 Abzeichen. Hier kommt es natürlich immer darauf an, welche Klasse und Spezialisierung ihr spielt. Für den einen oder anderen könnten sich hier aber gute Best-in-Slot-Alternativen verstecken, welche euch für den Fortschritt in Sunwell guttun werden. Für Twinks hingegen bekommt ihr eine extrem gute Quelle, um relativ einfach an starke Endgame-Items zu kommen. Für die PvPler unter euch gibt es außerdem den Gürtel, Schuhe oder die Armschienen des Veteranen gegen Marken zu erwerben. Neben den Items könnt ihr für 15 Abzeichen einen epischen Edelstein kaufen, welcher davor nur in den Raids bzw. im Auktionshaus für teuer Gold zu erhalten war. Solltet ihr also zu viele Magen haben, könnt ihr euch für diese einfach epische Gems kaufen und anschließend im AH verticken. Farmt ihr nach so viele Marken wie nur möglich. Eventuell habt ihr auch vor, mit Wrath of the Lich King eine andere Spezialisierung zu spielen. So könnt ihr hier noch ganz einfach das ein oder andere Endgame-Item mitnehmen. In welcher Instanz es wie viele Marken gibt, seht ihr schon im Hintergrund. So kann es sich lohnen, auch heute noch mit dem Hauptcharakter Jedi ID Karazhan und Sulaman zu rennen, vor allem mit der einmaligen Abgabe des Blutes von Zul'jin oder den anderen Folgequests, bei denen ihr teilweise 5 Abzeichen bekommt. Auch die Daily HC ist einfach erledigt und bringt bis zu 6 Marken, vorausgesetzt man findet schnell eine Gruppe. Wir posten euch zusätzlich einen Link in die Beschreibung, auf dessen Webseite ihr alle neuen Items, die ihr für Abzeichen bekommt, einsehen könnt. Mit Phase 5 kommen wieder etliche neue Muster, Vorlagen, Pläne und die damit verbundenen herstellbaren Gegenstände ins Spiel. Unter anderem gibt es die letzte Version der Ingenieursbrille oder auch die Vorlage für das Kropfband aus Hardcorium. Diese ist nicht beim Aufheben gebunden und zählt zu einer der stärksten herstellbaren Items für einige Melee-Klassen. Ebenso der neue Alchemistenstein, dessen Rezept ihr bei der Offensive der zerschmetterten Sonne ab ehrfürchtig kaufen könnt. Die Heiler-Version ist vor allem bei extrem mana-intensiven Bosskämpfen nützlich, besonders dann, wenn der Boss zuvor noch nie im Dreck gelegen ist. Viele berufsspezifische Vorlagen, Muster etc. sind Drops aus dem Sonnenbrunnenplateau und sind zudem nicht beim Aufheben gebunden. Dadurch können sie im Auktionshaus verkauft werden. Für diese und andere Gegenstände werden nun wieder etliche Materialien wie Schattenstoff, Urmundstoff, diverse Primals wie Urfeuer oder Urschatten oder auch schweres Knotenhautleder oder Koriumbahn benötigt. Vor allem aber auch Urmacht, welche in den letzten Phasen eher eine weniger große Rolle gespielt hatte. Solltet ihr vorhaben, euch diese Items zu bauen, besorgt euch das Material unbedingt frühzeitig. Das gleiche gilt natürlich für jegliche Raid-Consumables, wie zum Beispiel Haste-Tränke oder Zerstörungstränke sowie Rollen jeglicher Art. Sunwell wird laut den jetzigen Informationen von dem PTR-Server der mit Abstand schwerste Raid werden. So werdet ihr etliche Male wipen und einiges an Mats verbrauchen. Checkt also jetzt schon am besten eure Best-in-Slot-Liste und schaut vor allem auf die herstellbaren Items, welche manchmal als sehr gute Alternative dienen und euch und euren Raid demnach definitiv schneller voranbringen können. Nur auf die Best-in-Slot-Items zu schauen, welche eventuell erst bei späteren Bossen droppen, macht hier vor allem für den Progress keinen Sinn. Wir haben euch dazu mal einen Link in die Beschreibung gepackt. Mit Sunwell kommen die Sonnenpartikel ins Spiel, welche man ungefähr mit den Herzen der Dunkelheit aus der vorherigen Phase vergleichen kann und welche für einige herstellbare Items benötigt werden. Sie können problemlos gehandelt werden, da sie nicht beim Aufheben an den Spieler gebunden sind. Dadurch wird der Preis vor allem am Anfang relativ hoch sein. Man benötigt diese ebenfalls noch, um gewisse Items aus Sunwell gegen andere gleichwertige Items der anderen Spezialisierung tauschen zu können. Dazu gehen wir aber genauer in unserem Was ist neu in Phase 5 Video ein.
Beachtet außerdem, dass Verzauberer ab dieser Phase Kristalle der Leere brechen können. Das bedeutet, dass ihr aus einem Kristall zwei große Prismasplitter machen könnt. Dafür müssen Verzauberer bei der neuen Fraktion Offensive der zerschmetterten Sonne wohlwollend sein und sich die Formel Brechung der Leere kaufen. Dadurch wird der Preis von den großen Prismasplittern deutlich sinken, vor allem da Gilden stackweise Kristalle der Leere auf der Bank liegen haben und dadurch die Nachfrage deutlich schrumpfen sollte. Dasselbe gilt hier für die epischen Gems, welche bald für Abzeichen der Gerechtigkeit erworben werden können. Solltet ihr hier noch welche verkaufen wollen, tut das am besten vor dem Patch. Solltet ihr eher PvP spielen, würde es sich anbieten, eure Ehre auf 75.000 Punkte zu maximieren, da die alte Ausrüstung der Vor-Season für Ehre zu kaufen sein wird. Um einfach und schnell an Ehre zu kommen, solltet ihr auf jeden Fall die täglichen PvP-Quests rund um das Orchinduan, Halar, der Höllenfeuer-Zitadelle sowie der zufälligen Schlachtfeld-Daily erledigen. Achtet außerdem auf die speziellen Schlachtfeld-Wochenenden. Zudem wird es sehr wahrscheinlich wieder so sein, dass ihr T6-Tokens gegen Season 3-Gear tauschen könnt. Ihr könntet euch demnach jetzt schon mal die Tokens aus den jeweiligen Raids holen. Kommen wir zum Schluss noch zu ein paar kleineren Punkten. Solltet ihr vorhaben, aktiv Sunwell zu raiden, dann schaut, dass ihr unbedingt nahezu mit euren Best-in-Slot-Items reingeht, was natürlich einfacher gesagt als getan ist, vor allem, wenn die Items einfach nicht droppen wollen. Da der neue 25er-Raid laut den heutigen Informationen ungenervt auf den Live-Servern erscheinen wird, werden die Encounter eine noch nie in TBC dagewesene Schwierigkeitsstufe aufweisen. Schaut, dass ihr hier wirklich so gut wie möglich ausgerüstet den Raid betretet, anders habt ihr vermutlich ab dem zweiten Boss Brutalus keine guten Karten mehr. Schaut vor allem, dass ihr auch eure Biss-Items aus Zul'Aman bekommt und nehmt hier jede ID mit. Genau aus demselben Grund bietet es sich an, so viel Gold wie möglich im Vorfeld zu sammeln, da der Raid etliches an Consumables schlucken wird. Außerdem könnt ihr euch damit relativ schnell die Muster, Vorlagen sowie Pläne aus dem AH kaufen, sollte dabei ein starkes Item für euren Beruf rausspringen. Hier könnte man als Beispiel das Schema für die neuen Brillen für die Ingenieure nennen. Außerdem erwartet euch ein einzigartiger Titel, den ihr euch mit der ehrfürchtigen Stufe bei der Offensive der zerschmetterten Sonne für schlappe 1000 Gold kaufen könnt. Das fortschreitende Daily Quest Event muss dazu allerdings abgeschlossen sein. Wenn ihr zudem noch nicht das PvP-Schmuckstück habt, solltet ihr euch dieses für einen speziellen Bosskampf im Sonnenbrunnenplateau holen. Einer der beiden Erderzwillinge beim vierten Boss beschießt in regelmäßigen Abständen einen Spieler mit der Fähigkeit Großbrand. Sobald dieser anvisiert wird, hat er 3 Sekunden Zeit, aus dem Raid zu laufen. Nun bekommt sowohl er als auch alle Spieler in der Nähe extremen Schaden. Zugleich wird er für 8 Sekunden desorientiert und kann sich nicht mehr bewegen. Wenn ihr hier direkt euer PvP-Schmuckstück zündet und anschließend einen Gesundheitsstein nachwerft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr das Ganze überleben werdet. Eure Heiler müssen zudem trotzdem auf Zack sein. Zudem könnt ihr direkt wieder eurer Aufgabe nachgehen und steht nicht 8 Sekunden blöd in der Gegend rum, ohne irgendetwas machen zu können. Das Schmuckstück wird vor allem für die ersten Tries zum Üben verwendet. Sobald ihr besseres Equipment habt, werdet ihr dieses vermutlich nicht mehr benutzen. Für den Anfang kann es aber auf jeden Fall eine große Hilfe sein. Vielen, vielen lieben Dank an alle YouTube-Mitglieder, wirklich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in Phase 5 und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.